Das Problem, jetzt fehlt da ein Nagel, also müssen wir einen Tipp. So, man sollte darauf achten, wenn man einen Tipp auflegt, dass er mit dem Nagelrand rechts und links abschließt. Wenn der Tipp zu klein ist, ich zeige Ihnen das mal, entsteht rechts und links eine Lücke. Und dann kann es auch passieren, dass der Tipp nicht hält. So. Nun reibe ich den Tipp mit Tipkleber ein, also kurz abtropfen und setze den Tipp so auf den Naturnagel auf, möglichst ohne Luft. Kann aber trotz allem mal passieren. Ist auch kein Beinbruch. Aber besser ist natürlich, wenn er ohne Luft aufgeklebt ist. Dementsprechend ist die Haltbarkeit besser. Macht ihn dann ein paar Sekunden. Schreibe den restlichen Kleber mit einer Zillette ab. So. Das lassen wir jetzt einziehen, circa 2 Minuten. Wenn ich jetzt direkt anfangen würde, den Nagel zu kappen und schon feilen, der Kleber zieht sehr schnell an, aber nicht schnell genug. Dann kann es auch sein, dass der Tipp sich löst. Also deshalb einen frisch aufgesetzten Tipp immer wenigstens 2 Minütchen lassen. So. In der Zeit, wo der jetzt anzieht, gucke ich mir jetzt mal die Nägel an, ob sie gleichmäßig sind. Von der Länge. Der ist was kleiner, der kann man noch nicht sehen. Der ist okay. Ja, ich gucke die Nägel jetzt nochmal an. Ich gehe jetzt nochmal her und korrigiere das Ganze, dass das ein bisschen stumpfer wird. So, jetzt werde ich den tragischen Haftvermittler auf. Haftvermittlerstift. Ich arbeite mit dem Haftvermittlerstift. Aber nur auf den Naturnagel, nicht auf das alte Gel. Ja? Sondern nur, wo der Nagel rausgewachsen ist. Jetzt arbeite ich mit einem Tippblender, damit der Tipp sich nachher besser flach fallen lässt. Weil der muss mit dem Naturnagel verschmelzen, man darf gar nicht sehen, dass das ein Tipp ist. So, ich kappe den jetzt. Und jetzt fangen wir an. Ein Nageltipp ist 10-mal stärker als ein Naturnagel. Also ich kann da schon ganz in Ruhe dran gehen, ohne dass ich denke, der bricht mir ab, denn der ist aus Kunststoff und das ist also 10-mal haltbarer als ein Naturnagel an sich sowieso. So, das Wichtigste ist jetzt, dass der Tipp hinten an dem Tippende mit dem Naturnagel verschmelzt. Das heißt, ich arbeite mit der feinen Kante von der Feile ganz leicht am Tipprand und nehme aber auch gleichzeitig immer wieder mal den ganzen Tipp mit, weil der muss auch ganz mattiert sein. Ich noch mal schön mit dem Pedikelgerät am Rand und Leib, dass wir keine Kleberpartikel mehr haben. So. Staube das gut ab und Sie sehen selber, man sieht nichts mehr. Also, jetzt bereite ich den Nagel mit einem Kamouflage-Gel. Ich baue ihn da auch schon ganz leicht mit auf. Maschinen stelle ich auch schon immer an.